Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator. Ja, in den Alpen, im Alpental. Und ich habe mir jetzt genau überlegt, was wir eigentlich mit diesem Projekt noch anfangen. Und zwar werde ich sowas jetzt häufiger machen, weil ich das eigentlich richtig angenehm finde, diese 10-Minuten-Parts. Ich kann euch da eigentlich ganz gut und auch ohne, dass ich da allzu viel zeitliche Engpässe habe, Parts bringen. Und die kommen jetzt halt nicht ganz so oft, aber es ist mal ganz schön, dass man einfach unterschiedliche Maps ausprobieren kann, weil ich bin ja eigentlich für die längeren Let's Plays bekannt und da schafft man es halt einfach nicht so viele von zu machen. Und deshalb mache ich das jetzt häufiger, immer wenn mir eine Map gut gefällt. Das war nämlich eigentlich immer so. Ich habe eine Zeit lang hier jeden Sonntag Mod-Maps vorgestellt und da war es dann immer so, ja, mach doch davon mal ein Let's Play. Und ganz ehrlich, ich hätte richtig Bock darauf. Aber die Zeit. Wie immer ist es die Zeit, die dann irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Ich habe jetzt hier übrigens ein bisschen vorbereitet, weil ich mir gedacht habe, okay, wir haben jetzt so viel gedrescht und so. Im Prinzip können wir jetzt das Dreschen überspringen und ich bringe hier schon mal, ich habe mir überlegt, hier mit den Kirovets können wir dann wunderbar, wir haben jetzt zwar nur den kleinen Flug, aber ich habe auch im Moment kein Geld, könnten zwar Geld aufnehmen, aber naja, ihr kennt ja, wie das ist. Ich wollte jetzt einfach ein bisschen flügen, um die Flugtextur zu genießen, sage ich mal. Weil der Kiro, der ist dafür eigentlich ganz cool. Ich mag den eigentlich ganz gerne, weil das so ein richtiges Monster ist mit 240 PS. Ihr könnt euch ja einfach vorstellen, das ist jetzt so ein richtiger Tiefenflug, der dann auch richtig Power braucht. Und dann 2 Schar ist ja dann quasi schon viel. Nur damit ihr das vielleicht ein bisschen erträglicher habt. So, dann fahren wir hier rüber. Und dann geht es hier direkt auf den Acker. Ich werde ihn jetzt aber noch nicht anstellen. Einfach weil das noch ein bisschen zu früh wäre. Flug drehen müssen wir mal. B. Gut. Ich weiß gar nicht, ob der hier absackt. Ich glaube nicht. Okay. Ich will den hier nur eben austarieren, weil wenn wir gleich anfangen zu flügen. Ich mag die Flugtextur hier auch auf der Map unglaublich gerne. Aber es wird dann halt so aussehen, dass ich jetzt häufiger kurze Let's Plays mache, wie das hier. Ich schätze mal, dass es 10 Parts werden. Wenn ich mehr Bock habe, mache ich vielleicht 15 oder 20. Also bei so einer Anzahl lasse ich das, höre ich dann irgendwann damit auf. Wenn ich, ich kann ehrlich sagen, auf der Map hier könnte ich auch 100 Parts machen. Das macht echt Bock. Aber ich sag mal so, es ist ein mehr oder weniger ein ausführlicher Map-Test als kleines Let's Play. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil es bringt einfach unglaublich viel Abwechslung rein und das macht Spaß. Auch mir. Und deshalb glaube ich, kann das eine coole Sache werden für die nächsten Wochen und Monate. Wenn wir das da irgendwie so hinkriegen. Ich habe mich jetzt auch dran gehalten hier mit dem Schneidewerkswagen. Das liegt auch eigentlich, finde ich, jetzt relativ gut. Relativ vertretbar. Ich habe mir auch noch eine andere Überraschung einfallen lassen. Ach komm, das machen wir sogar in diesem Part hier. Erstmal fahren wir die Sachen jetzt rüber zum Hof. Das ist jetzt erstmal vorrangig. Aber danach habe ich mir, sage ich mal, ein kleines Extra einfallen lassen, was wir denn mal machen können. Was jetzt so ein bisschen außer der Reihe ist, wie man hier sieht. Ich habe alles gepresst und wir werden dann bald Ballen sammeln. Es hat sich ja gezeigt, dass ich damit schon irgendwie klarkomme, auch wenn ich da jetzt kein Meister drin bin. Und ich hoffe, dass sich das auch weiter irgendwie bestätigt, damit wir da keine Engpässe kriegen. Weiß nicht, hier muss doch eigentlich passen. So. Ich mag das nicht, wenn es so wackelt. Da habe ich immer Angst. Also wer jetzt das hört, ohne es hier zu sehen, dann halten sie mich auch für verrückt. So, ich habe auf jeden Fall ein paar neue Kleinigkeiten angeschafft, die wir dann gleich nochmal machen können. Und ich dachte mir, wir spielen jetzt auch mal ein bisschen ruhiger, ein bisschen realistischer. Ah, oh je. Da habe ich ein bisschen spät reagiert und ich finde, der zieht unglaublich langsam an. Oh. Ja. Tolle Wurst. Mensch. Das ist jetzt aber Käse. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass der nicht mehr drauf lag. Okay, kleine Planänderung. Wir lassen das jetzt einfach da liegen, weil wir jetzt erstmal wieso nicht dreschen. Und ich wollte ja eigentlich gerne noch den Schneidewerkswagen aus dem Weg räumen. Dann legen wir das hier irgendwo hin und gut ist.
So, dann fahren wir nach hinten durch. Boah, die Hühner, da muss man immer etwas vorsichtig sein. Aber ich sag mal so, die sehen hier den Drescher und dann ist das auch schon okay. Dann wissen die Bescheid, dass sie hier nicht rumtouren dürfen. Gut, dann stelle ich den nämlich jetzt erstmal hier hin. Und wir wollen hier genau, da muss ich mal später gucken, wie das mit den Kühen und den Füttern aussieht. Irgendwie schaffe ich es einfach nicht, dass da Wasser reinkommt. Habe ich auch offscreen noch mal ein bisschen probiert. Hier unten werden wir dann gleich Bein verladen. Hier wird geflücht. Und hier werden wir. So. Hier werden wir dann gleich noch Ballen verladen. So. Aber erstmal brauchen wir in Deutsch für was anderes. Da habe ich mir nämlich ein kleines Gimmick überlegt. Ich weiß gar nicht. Doch, doch. Das habe ich so vorbereitet. Gut. Hier ist ein Ballen weggerollt. Passiert leider schon mal. Ich habe mir Mühe gegeben. Aber es hat nicht geholfen. Manchmal geht halt auch was quer. Und einige von denen, die jetzt vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind, kennen dieses Gerät oder generell könnte man eigentlich dieses Gerät, der gelbe Kärcher da kennen und was der kann. Und damit werden wir uns jetzt mal ein bisschen beschäftigen, weil das einfach mal nötig ist. Aber anschließend, sage ich mal, können wir dann auch endlich wieder mit den Ballen weitermachen, weil das ist ja eigentlich unser Hauptziel im Moment hier. Und das ist ja auch wichtig, dass wir das dann irgendwo erreichen. Ich weiß gar nicht, wie schaffe ich es denn, dass der so flach da drunter ist. Hier auf dem Feld ist das, glaube ich, immer etwas schwerer. Ach, das ist blöd hier auf dem Feld. Kann man, glaube ich, gut sehen, dass es nicht ganz so dafür gemacht ist. Aber vielleicht, wenn ich hier diesen Punkt habe zum Gegendrücken. Mit dem der Silagezange. Haha. Schön. Probier die jetzt mal irgendwie abzuschütteln. Ja, gut. Also nicht ganz realistisch, aber wow. Hilfe, bitte bleib drauf und dreh dich wieder auf die Räder. Nee, ne? Ma. Weil dieses ganze Frontlader-Gedönse ist meiner Meinung nach das, was bei LS mit am verbuggtesten ist. Also bei Agrarsimulator ist es ja irgendwie alles gewesen bei dem, was ich so getestet habe. Aber hier ist es wirklich so, dass man sagen kann, das ist so das, was am meisten verbuggt ist. Und das ist schade. Also das Spiel ist ansonsten so geil. Und dann macht es sich ein bisschen was damit kaputt, dass man wirklich sagen kann, okay, das mit den Rundballen, das ist auch schon eine schwere Geschichte. Das kann auch nicht jeder. Ich kann das jetzt nur mit Mühen, sage ich mal, schaffe ich es irgendwie. Und ich hoffe oder ich glaube, dass ich es nicht ganz toll hinkriege. Außer ich nehme dafür wirklich viel Zeit und das möchte ich irgendwie nie. Weil ich sag mal so, ich möchte dann auch irgendwann fertig werden, gerade wenn ich da zig Ballen habe. Ja. Jetzt müssen wir erstmal hier kärchern. So. Gut. Dann setzen wir auch die Ballenzange hier ab. Ich habe hier noch ein bisschen aufgeräumt am Hof und alles. Da steht zum Beispiel jetzt der Brandner. Da ist er, glaube ich. So, welche Taste hatten wir denn hier? B zum Einschalten. Ja, habe ich doch. Warum kriege ich hier keine Spritze? Muss der vielleicht da runter? Ich weiß es nicht. Das finde ich ein bisschen komisch gerade. Naja. Aber das will ich dich jetzt auf jeden Fall noch in diesem Part schaffen, weil im nächsten Part möchte ich wieder was, sage ich mal, was Normales machen. Oder was jetzt nicht so speziell ist wie die Nummer hier mit dem Kärcher. Okay, jetzt hat sich der Kärcher scheinbar verbuggt. Das ist jetzt nicht ganz mein Wille gewesen. Vielleicht einfach mal rausdrücken. Okay. So. Ich glaube, das. Wo ist der Kärcher? Ach da. Okay. Das ist alles ein bisschen eigenartig, wenn man mit dem Frontlader arbeitet. Hä?
B. Ich drücke hier B wie ein Bekloppter. Und es passiert nichts. Es hat doch früher schon mal funktioniert. Geht der mit dem Patch nicht mehr? Das tut mir jetzt aber echt leid. Da bin ich enttäuscht, muss ich leider sagen. Naja, dann, obwohl eine Idee habe ich noch. Genau, bringen wir dem mal Wasser. Jetzt sage ich mal, mein letzter Hoffnungsschimmer. Wow, da war eine Kuh. Vorsichtig. Aber anders, ich weiß es nicht. Was können wir noch tun, um den zum Laufen zu kriegen? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann, Hochdruckreiniger einschalten. Ich drücke hier B. Das seht ihr ja nicht, aber ich drücke B. Und da passiert nichts. Ich glaube, das geht nicht mehr seit dem Patch. Naja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim selber zocken. Und wir sehen uns im nächsten Video.